weint. Und dieser eine wird wahrscheinlich ich irgendwann sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in dieser Folge sterben werde. Aber ja, vielleicht ist das ja einfach nur ein schlechtes Gefühl, ne? Also, wir gehen gleich mal rein. Wow, ich weiß es gerade zwischendrin nochmal off so, weil ich dann nochmal Pipi machen muss, ne? Weil, ne, wer trinkt, der muss pissen. Das ist eine Lebensweisheit von mir. So, wir sind wieder hier. Es ist mittlerweile ja Tag. Ich bin gestern hier reingestürzt und habe zum Glück überlebt. So, ich habe überlegt, ob ich mal zurückgehen soll, aber dann habe ich jetzt beschlossen, scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Ich habe nur Stone Sword, ne? Scheiße. Ich bräuchte Eisen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier vorkämpfen, ganz slowly, und werde versuchen, natürlich dabei nicht zu sterben und ein paar Dinge abzufarmen. Okay, das ist schon mal gut. Ohne dass hier irgendwie Monster spawnen. Das wäre nämlich ganz... Oh, hier. Oh, das Eisen, das ist nice. Hashtag nice, Mann. So. Okay, ich hab so Schiss, ne? Weil ich habe noch nichts. Ich habe hier noch gar keine Rüstung und gar nichts. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen angespannt, weil wenn ich jetzt sterbe, ist alles vorbei, ne? Ich spiele ja Hardcore-Modus für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Hört ihr das? Irgendwo in der Nähe. Da werde ich mir erstmal nicht hingehen. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Mach mir erstmal Eisen, damit ich mir mal ein Eisenschwert machen kann. Weil dann bin ich schon mal besser. Und Eisenrüstung bräuchte ich eigentlich auch. Ich bräuchte so viel Eisen. Aber hier gibt es natürlich jetzt natürlich kein Eisen. Ne? Das wäre ja auch zu einfach. Wäre auch zu easy, ne? Übrigens, ich glaube, ich habe irgendwo mal gesehen, dass man niemals nach oben bauen soll, weil wenn man was auf einen runterfällt, das wäre halt ziemlich suboptimal. So, ich werde jetzt einfach erstmal alles upcraften, was ich hier sehe, weil wir sind ja immer noch am Anfang, so. Wobei ich wahrscheinlich eh bald sterbe, also sind wir eigentlich schon am Ende, aber naja, kann ja mal vorkommen. Und dann versuche ich natürlich, viel wie möglich mitzunehmen, damit ich auch genug Level habe, damit ich irgendwann mich besser verzaubern lassen kann. Weil das wäre auch so eins meiner nächsten dann Goals, Live-Goals, dass ich hier, übrigens, ich werde mal die Fackel neben mein Schwert machen, damit ich, damit ich dann gleich von meiner Fackel zum Schwert wechseln kann, falls jetzt hier irgendwie was rüberkommt. Oh, ich werde gerade beinahe runtergefallen, ne? Aber das Eisen, das ist gut. Das ist eine fucking big Höhle. Gutes Deutsch, Tobi. Wie komme ich jetzt an? Oh, oh. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich runtergeschossen von irgendeinem Zombie oder so. Warte mal. Ich setze hier übrigens eigentlich viel zu unnötig viele Fackeln. Aber egal. Ist jetzt auch egal. Oh, Alter. Gut. Das war jetzt gerade mal so ein kleiner Adrenalinkick, weil ich gedacht habe, so, ne? Shit, ich würde gerne da unten hinbauen. So. Wie komme ich jetzt da runter, ohne komplett zu sterben? Oh, da unten rennt ein Skelett rum, oder? War das ein Skelett gerade? Ich habe es gerade gar nicht so gut gesehen. Scheiße. Ah! Wie kann man sich weiter nach unten bauen, ohne dass man runterspringt? Weil wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Innerhalb von Sekunden, das spüre ich. Warte mal. Bin ja voll der Artist, so. So. Okay. Oh! Ich konnte hier gar nicht springen. Wow, das gerade. Wow, das gerade lag. Okay. Erstmal hier ein bisschen fackeln. Da fackel ich nicht lange. Oh, Alter, das ist eine Riesenhöhle. Ach du Scheiße. Ich darf übrigens nicht so viel Fackeln verbrauchen. Fällt mir gerade auf, weil sonst bin ich bald tot. Ich würde gerne da an das Eisen, ne? Aber ich spüre, wenn ich da an das Eisen gehe, ich werde sterben. Ich werde... Oh, ich hab so Angst, ne? Ich habe so Angst gleich. Es ist ruhig. Warum hört die Musik auf? Das finde ich nicht cool. Scheiße, scheiße. Okay, wir machen erstmal so. Wie könnte ich hier eine Runde bauen? Oder warte, wir machen... Ah, nee. Ich stehe doch schon da. Was bin ich? Ja, ich bin echt so... So blöde. Ich bin so blöde. Warum bin ich so blöde? So blöde, so blöde. Warum bin ich so blöde? So blöde wie noch nie. So.
Ich hoffe, dass er das jetzt gleich einsammelt. Gut. So. Okay, wie viel Eisen habe ich jetzt schon mal? 6. 6 ist gut. Tobi-Zitat, 6 ist gut. Warte mal, also da passiert ja nicht viel. Das heißt, ich baue mir jetzt hier, ich baue mir jetzt hier erstmal einen Ofen, damit ich dann schon mal hier, oh mein Gott, ich gerade das Geräusch gehört. Oh fuck, ich hab so Schiss. Ey, ich zitter hier, ohne Witz jetzt. Bin so angespannt. Zum Glück war ich vor auf dem Klo, sonst würde ich mir gleich in die Hose machen, wenn irgendwas passiert. So. Okay. Wo ist Kohle? Ah, hier. Gut. Da hinten war ja nichts mehr, ne? Ja, genau. Hier war ja nirgends so. Hier ist die große Höhle. Alter, habe ich jetzt echt, weiß die ganze Zeit auf der Suche nach einer großen Höhle und jetzt habe ich einfach eine Monsterhöhle gefunden. Sehr verrückt. Also vor allem Monsterhöhle, weil hier wirklich Monster sind, aber aber sag's keinem. So. Da werde ich mich auch noch irgendwann nach unten bauen. Ich baue mir hier so einen kleinen... Ah, warte, ich kann da rüber. Ich weiß, die meisten jumpen da einfach so runter. YOLO! Aber ich habe halt Schiss, wenn ich da runter jump. Also ich weiß, dass ich sterben werde. Deshalb lasse ich es lieber. So. Oh. So. Okay. Aber ey, was für eine riesen Höhle, ne? Also ich meine, klar, ihr habt wahrscheinlich schon größere Höhlen gesehen, aber für mich ist das gerade voll so die Offenbarung, ey. Crazy. So. Smoothie. Was machen wir uns da jetzt? Was machen wir uns jetzt? Also, Spitzhacke habe ich. Oh, ein Schwert. Das ist eigentlich eine coole Idee. Erstmal ein Schwert. Dass ich mal ein gescheites Schwert habe. Dann eine Spitzhacke habe ich. Ich könnte mir eigentlich mal eine Rüstung bauen, ne? So, jetzt muss ich überlegen. Es ist sehr lange her, dass ich... Oh, nee. Kann man sich mit 3... Wahrscheinlich schlagt ihr euch gerade so an den Kopf und sagt so, alter Tobi, ist eigentlich komplett verblödet. Wie, was kann man sich mit 2... Oh, was ist das? Trapdoor. Nee, Trapdoor will ich nicht. Scheiße. Ja gut, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt was mit den 4 schon machen kann. Aber ich bin gerade mega unkreativ und deswegen fällt mir nichts ein. Ich nehme es mal mit jetzt. Vielleicht finde ich ja gleich ein bisschen mehr Eisen. Ich würde da gerne runtergehen. Aber ich werde sterben. Aber naja. Wie heißt es so schön, man lebt nur einmal im Leben, ne? Man soll das genießen. Ich mache mir trotzdem hier mal eine schöne Treppe. Auch wenn das jetzt kompletter, unnötiger Mist ist, was ich gerade mache. Ich finde es doch sehr, sehr gut, was ich hier tue. So. Aber, oh. Warum sind hier keine Monster? Das... Oh mein Gott. 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 Ganz ruhig. Oh. Scheiße. Das war ein Skelett, ne? Ah, da hinten. Ach Gott, da werde ich niemals hinkommen. Oder ist das ist ein riesen Abgrund dazwischen. Da komme ich niemals hin. Oh Mann, ist ja blöd. Gut, geh hier erstmal weiter. Oh, hier geht's hoch. Oh, ich werde hier so sterben, Leute. Ich werde sowas von sterben. Ich höre Fledermäuse. Boah, ich gehe hier gerade so vorsichtig vor. Ich will halt... Warte, ich baue mir... Ich bin so ein Angsthase, ne? Alter, das gibt's ja echt nicht. Ich bin echt ein mega Schisser. Gebe ich auch offen zu. Ist auch bei Horrorfilmen oder sowas. Oh, ich habe jeden Horrorfilm schon gesehen.
Weil alle immer sagen, komm, wir gucken Horrorfilme und ich bin der einzige Depp, der dann so dumm ist und da sogar noch zuschaut, anstatt sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Meine Freunde gucken dann gar nicht zu und ich bin der einzige Depp, der da zuschaut. Ja, deswegen kenne ich jeden Horrorfilm und deswegen habe ich natürlich umso mehr Schiss vor allem. Weil Horrorfilme bekämpfen die Angst nicht, sie machen dir Angst. Sie schüren deine Angst. So. Oh! Oh, es war gerade wieder so ein Kribbeln im Bauch, ne? Ich hab ein Kribbeln im Bauch. Oh, wieso denn? Bist du verliebt? Nee, ich wäre beinahe gestorben. So. Gut. Hier unten müsste dann, da drüben müsste das Skelett sein. Theo praktisch. Oh, das ist eine Riesenhöhle. Aber da geht's nicht weiter, ne? Das, gut, die Kohle, da will ich gar nicht. Wo geht's da oben lang? Nirgendwo geht's da lang. Gut. So. Warum ist da... Warte, ich hab Angst. Dass, auch wenn unter einem Block kann ja nichts reinkommen, ne? Oder Fledermäuse können da rein. Ich höre da was. Ich brauche unbedingt Eisen jetzt, damit ich mir eine Rüstung machen kann. Dann wäre ich auf jeden Fall unterwegs. Nicht so wie jetzt. Oh mein Gott. Übrigens habe ich mir keinen Timer gestellt. Das heißt, ich weiß leider nicht, wann das hier aufhört. Hm. Warte mal gerade. Soll ich mich hier mal durchkämpfen so? Meint ihr, da hinten gibt's was? Oh. Eisen. Yes. Nice. Nice, 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 nice. Oh, was ist da? Aufpassen, dass da nichts von oben runtergefallen kommt, so. Ne? So. Das ist auch schon mal ziemlich smooth. So. Hier ist nix. Einfach nur Trap. Aber ich werde hier zubauen, damit hier keine Monster spawnen können. So. Beziehungsweise können spawnen, aber die kommen dann nicht her. Ich muss mir bald neue Fackeln machen, ne? Hier ist auch nichts. Ja gut, ich werde einfach mal weiter erkunden hier so. Ach, guck mal, wie das hier so abgelegen ist, ey. Hier ist irgendwo eine Fledermaus. Ah, da geht's wohin. Da oben. Soll ich es mal probieren? Oh, ich werde jetzt sterben. Warte mal, wir machen es mal so. Ich gehe jetzt erstmal, ich habe jetzt ja ein bisschen Eisen, damit kann ich mir wenigstens schon mal einen Teil einer Rüstung machen. So, weiß was. Da. So. Okay. Oh Mann, meine Hände schwitzen, das ist ja, verrückt ist das. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Gibt es da irgendwie so eine Strategie, wo man am besten Diamanten findet, weil ich würde mal gerne Diamanten haben, aber ich glaube, es gibt es nur ab einer gewissen Ebene oder sowas, ne? Ich kenne mich da halt jetzt leider nicht so gut aus. Ja, das ist schon mal ein Helm. So. Oh Gott, sehe ich dumm aus. Naja. So, ich weiß auch gar nicht, wie die Rüstungen und so dann aussehen. Ich habe jetzt noch 5 Eisen. Kann man mit 5 Eisen was anstellen? Ich glaube nicht. Ja, Mann, weißt du, ich muss jetzt eigentlich da runtergehen. Das ist jetzt eigentlich so der nächste Weg. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich hätte was gemacht. Hey, hey, hey. Oh, das Eisen. Hi. Hello. Oh, shit. Okay, nee, ich gehe erstmal. Alter, was? Der geht ja voll ab. Oh oh. Oh 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 oh. Ich habe keinen Bogen. Ich bräuchte eigentlich auch einen Bogen oder sowas, ne? Der kommt hierher. Egal. Oh. Yeah, das war mein erstes... Das klingt jetzt total billig, ne? Aber es war gerade mein erstes Monster, das ich getötet habe. Ich würde sagen, dafür kriegen wir einen kurzen Applaus, ne? Ganz kurz. So. Supi. Oh. Okay. Erstes Monster. Mach gleich mal ein Skelett. Läuft bei mir. Sau bin ich. Wenn man bedenkt, wie andere Let's Player. Hallo? Oh, ich kann gar nichts mehr einsammeln. Denn ist auch Eisen.
Eisen. Ist ja cool. Das Gefühl, dass da aus der Dunkelheit gleich ganz viele Monster kommen. Aber ja, kann ja mal vorkommen, ne? Ha, kann ja mal vorkommen, dass da so ein Monsterchen kommt. Jetzt habe ich ja wenigstens einen Helm. Und ich glaube jetzt, mit dem Eisen, was ich jetzt habe hier, kann ich mir dann sogar eine Rüstung machen. Wenn ich wüsste, wie eine Rüstung aus funktioniert. Aber ja, habe ich gesagt, dass ich das kann? Nee, habe ich nicht. So. So, okay. Supi-dupi-hypi-dupi-schuppi. Schuppi. Ist das wahrscheinlich das langsamste Let's Play, das ihr jemals in eurem Leben gesehen werdet. Aber ja, mir macht's Spaß. Mir macht's echt Spaß. Ich bin hier die ganze Zeit am Denken. Ist voll der Denksport hier. Und ja. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Ich warte erstmal noch ein bisschen. Was kann ich denn noch bauen damit? Wie geht denn eine Rüstung? Das würde mich mal interessieren. Aha, Iron Bars. Warte mal. War das hier nicht Schuhe? Ah ne, das war eine Treppe. Hä? Scheiße. Leute, könnt ihr mal... Oh, ich würde so gerne wissen, wie die Schuhe gehen. Weißt, das ist jetzt die Challenge hier eigentlich. Dass ich weiß nicht mal, wie das hier funktioniert. Und versuche mir das jetzt selbst logisch beizubringen. Wahrscheinlich ist es mega langweilig für euch, aber... Warte, was passiert, wenn ich alles ausfülle? Ha! Ich wusste's. Ah, shit! Tobi, der Skillmensch. Ich muss mir einfach so logisch vorstellen, wie die aussehen. So. Dann, eine Hose müsste dann ja genau so aussehen. Aber ich habe, glaube ich... Nee, ich habe nicht so viel Eisen. Okay. Aber das kann ich mir theoretisch dann auch noch bauen. Dann kann ich noch Hose... Alter, shit! Und dann fehlen mir nur noch Schuhe. Ich glaube, Schuhe gehen eigentlich sogar noch besser, ne? Noch schneller. Ich glaube, das geht sogar mit zwei. Nee, kann nicht sein. Sonst hätte ich... Oder? Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, wo soll ich das nächste lang? Soll ich das nächste Mal hier lang? Oh Gott, ich werde hier so sterben. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich werde hier sterben. Ist halt einfach so. Ah, genau, ich kann mir noch ganz kurz ein paar Fackeln machen. Wie viel nehmen wir da? Ja, das müsste ja reichen. Das müsste reichen. So. Und zwar müsste ja theoretisch dann so eine Hose aussehen. Alter, kommt schon. Leute, also jetzt mal so unter uns, ne? Dafür, dass ich das noch nie gemacht habe, finde ich, ist das schon ziemlich logisch, dass ich das hinbekomme. Gut, ich feiere mich hier gerade selbst. So, gut, jetzt sind wir so schon mal ausgerührt. Das ist schon mal, das beruhigt mich jetzt. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir Schwanz im Mund, zeigt mir mit einem Daumen hoch. Wir sehen uns morgen wieder. Ich habe doch überlebt, das freut mich. Alles klar, dann haut rein, bis dann, euer...